Ja, meine sehr verehrte Frau Dr. Flick, sehr geehrte Damen und Herren, wir sind im Jahre 561 und es tobt ein blutiger Krieg in Irland. Ein Mönch, der heilige Columban, hatte heimlich ein Psalterium von Vinian abgeschrieben, was Vinian nicht zur Begeisterung getrieben hat. Vinian lief zum König, zum irischen König, um sich zu beschweren. Es kam zu einem legendären ersten Urheberrechtsentscheid, gefällt nach bäuerlichem Viehrecht. Wie zu jeder Kuh, sagte der König, ihr Kalb gehört, so gehört auch zu jedem Buch sein Büchlein. Gemeint war also, so wie der Bauer sozusagen beim Kalb seine Kuh bekommt, bekommt auch der, der das Urbuch geschrieben hat, das Original, die Rechte an der entsprechenden Kopie. Dieser Entscheid des Königs hat Columban nicht ruhen lassen. Es kam zum ersten Krieg in der irischen Frühzeit. Der Krieg ging zugunsten von Columban aus, der König wurde hingerichtet. Und damit war der erste Krieg um die Wissensordnung, um die Rechte an Wissen durchgeführt. Es war der Beginn einer Schlacht um Wissen, der erst viele, viele Jahrhunderte gelöst werden sollte. Denn erst 1710 kam eine der tragischsten Frauen der frühen Neuzeit, Queen Anne von England, auf das Problem des Urheberrechts zurück. Sie hatte ein Problem. Das Problem war, dass sie so unangenehm aufgetreten war, dass sie sich die ganze Presse vergrätzt hatte. Und was macht man, um die Presse für sich zu gewinnen? Man gibt ihr Geschenke und Privilegien. Das ist bis heute ein ganz gängiges Instrument. Was hatte sie sich ausgedacht? Sie hatte in Florenz und Venedig entdeckt, dass es sogenannte Privilegien gab. Also Geschenke an die Drucker. Wir sind in der Zeit des frühen Buchdrucks. Eben Sonderrechte für einzelne Drucker, die es ihnen erlaubten, sich zu schützen gegen Nachdrucke. Dieses Instrument, das es nur für einzelne Drucker gab, übertrug nun Queen Anne genial auf alle Drucker Englands. Alle Drucker bekamen 1710 im Kern das Recht, für 14 Jahre lang gegen alle Nachdrucke vorzugehen. Es war im Kern nur ein Printer's Privilege, ein Copyright, wie es damals hieß, da kommt der Begriff Copyright her, gegeben für etwas, was Queen Anne in Erklärung später Sweat on the Eyebrow nennen sollte. Der Schweiß auf der Augenbraue ist geschützt. Wenn Menschen schwitzen, wenn sie investieren, wenn sie einen nicht unerheblichen Aufwand an Zeit, Kosten und Mühen wagen, dann sollten sie dieses Recht bekommen. Weniger vorgesehen war es für die Autoren. Es war ein Recht, ein Investitionsrecht, das nur eine Geldbeziehung kannte zum Werk, aber keine sonstigen Rechte drumherum. Im Jahre 1789 kam dann die zweite Revolution, die große Revolution, die französische Revolution mit einem kompletten Gegenmodell, das bis heute in Kontinentaleuropa führend ist für die Frage der Wissensordnung. Das sogenannte Droit d'auteur. Und wie der Begriff Auteur sagt, auf einmal rückt jemand in den Mittelpunkt, der bisher gar nicht so gesehen war, nämlich der Urheber selbst, der Autor. Die Kreativen sollten einen Schutz bekommen, aber nicht für jede Banalität, sondern nur dann, wenn man ein sehr hohes Ausmaß an Kreativität nachweisen kann. Es ging um Voltaire, Rimbaud, die große französische Literatur. Dafür hatte man Urheberrecht gemacht und diese Urheber wollten auch nicht Geld, ich weiß nicht, ob Sie wissen, wie heute noch französische Literaten sich preisen, sondern sie wollten geliebt werden. Es ging um Liebe. Und diese Liebesbeziehung war das Hauptding, wenn noch ein bisschen Geld abfiel, war es okay, aber das Hauptding war die Liebesbeziehung. Man hat dann natürlich auch daran gedacht, was macht man mit den armen Menschen wie Druckern oder Ähnlichen, die helfen, dem Hilfspersonal sozusagen beim Druck. Sie bekamen das, was Frau Flick schon erwähnt hat, die Leistungsschutzrechte. Das war die Geburtsstunde der Leistungsschutzrechte. Das waren nicht Vollrechte Urheberrecht, es waren Investitionsrechte, aber deutlich abgestuft, bezogen von der Länge her, auch vom Umfang, was die Sachen angeht. Man hat aber auch noch etwas entdeckt. Wenn man schon ein weites Recht einführt, wie das Urheberrecht, muss man auch sehen, wo die Interessen der Allgemeinheit bleiben, was zum Beispiel den Zugang zur Information angeht, was die Frage des Zitatrechts angeht, der Auseinandersetzung mit Literatur. Man hat sogenannte Schranken eingeführt. In jedem Urheberrechtsgesetz der Welt finden Sie heute mehr oder weniger ein buntes Potpourri an Schranken von Behinderten, Schulfunksendungen, über Kirchenbücher. Alles hat einen kleinen Freibrief und kann frei gemacht werden. Dieses Modell nun, dieses Droit d'auteur, ist bis heute führend in Kontinentaleuropa. Auch wir sind davon geprägt, bedingt durch Napoleon, Baden und Ähnliches, kam das Ganze dann auch zu uns. Wir haben noch ein drittes Modell und das spielt auch noch eine große Rolle in der großen geopolitischen und ordnungspolitischen Diskussion um das Urheberrecht, nämlich das Recht der Entwicklungsländer. Schon sehr früh hat ein Entwicklungsland darauf hingewiesen, dass es sich Urheberrecht überhaupt nicht leisten kann. Das waren die Vereinigten Staaten von Amerika.
Als Charles Dickens eines Tages merkte, welche begeisternde Menge von Lesern er in den USA hatte, hat er sich auf der einen Seite sehr gefreut, aber auf der anderen Seite hat er sich seine Tantiemen angesehen und festgestellt, dass kein einziger Amerikaner im Kern seine Bücher jemals bezahlt hatte. Er nutzte das Ganze zu einer legendären Vortragsreise. Er fuhr zweimal in die USA, nach New York, weiter bis Boston und weiter. Schöne Dinge, es wurde gigantisch empfangen mit großen Partys. Die Society war begeistert, diesen tollen Literaten im Kreis zu haben. Aber als er in Reden anfing, ein internationales Urheberrecht zu fordern, setzte man ihn ganz schnell wieder ins Schiff und brachte ihn nach Hause. Charles Dickens hat sich übrigens brutal gerecht. Er hat ein brutales Buch über die Hässlichkeit amerikanischer Frauen geschrieben, Martin Chuzzlewit. Einzige Rache, die einem Autoren manchmal bleibt. Auf jeden Fall haben die Amerikaner dann in die Verfassung einen deutlichen Satz über die Bedeutung von Urheberrecht hineingeschrieben. Bis heute steht in der US-Verfassung, bedingt durch Benjamin Franklin, der Satz, dass man Urheberrecht nur zulassen könne, wenn es sei, to promote the progress of science and useful arts. Und auch dann nur, by securing for a limited time. Also die oberste Frage von Entwicklungsländern ist, nur soweit es der Gesellschaft dient, machen wir Urheberrecht. Ein bisschen pervers, es ist natürlich eine Spitze am Rand, dass nun dieses Land nach China geht und sagt, wir brauchen Urheberrecht. Das Land antwortet, wir sind ein Entwicklungsland, ein Schwellenland. Wir können uns Urheberrecht gar nicht leisten in der jetzigen Situation, aber wir lieben eure Dinge. Und dann sagt die amerikanische Regierung, das ist kein Argument, das haben wir noch nie gehört, sowas gilt es nicht. Aber das ist nur am Rand. Das sind die drei Modelle, die wir haben. Das Englische, das Französische, Deutsche damit auch und das Entwicklungslandmodell. Diese drei Modelle sind bis heute da, kämpfen gegeneinander, sorgen für Schwierigkeiten, gerade auch dann, wenn es zu Grenzüberschreitungen kommt. Aber die Welt hat sich auch noch weiter verändert. 200 Jahre später, nach diesen Entwicklungen, sieht die Welt im Urheberrecht ganz anders aus. Wenn Sie sich fragen, wieso redet der überhaupt nur über Urheberrecht und nicht über Patentrecht und Markenrecht, hat das seine Bewandtnis. Natürlich hat das Patentrecht, Markenrecht eine Funktion, aber es kam sehr spät, erst im 19. Jahrhundert mit der Industrialisierung. Und das Urheberrecht hat sich gemausert. Aus einer kleinen Disziplin, die nur da war für Voltaire und Rimbaud, ist ein gigantisches Megarecht geworden. Man sagt immer, das Urheberrecht ist die Magna Carta der Wissensordnung des Informationsrechts geworden. Warum? Vier Entwicklungen sind daran schuld. Schuld in Anführungsstrichen. Einmal die enorme Ausweitung des Schutzes urheberrechtlicher Art auf viele Dinge, wo die Französische Revolution sich wahrscheinlich, wenn sie es könnte, im Grabe herumdrehen würde. Software. Wer hätte damit gerechnet, dass wir Dinge wie Quick Basic Go to 40 Jump Back auf eine Stufe stellen mit Günter Grass und Heinrich Böll? Genau das ist geschehen, das steht in unserem Urheberrechtsgesetz jetzt drin, bedingt durch europäische Entwicklung, dass jedwede Software, egal wie trivial und banal sie ist, geschützt ist bis 70 Jahre nach Tod des Urhebers. So, das ist eine radikale Entscheidung, die natürlich auch für fatale Auswirkungen in der Softwareindustrie sorgt, aber sie ist nun mal da. Diese ganzen Programmierer sind nun Literaten, Schöpfer, Kreative. Das Zweite, wir schützen auch neuerdings Datenbanken mit einem eigenen Schutz urheberrechtlich. Jede Sammlung von Informationsmaterial ist geschützt. Und zwar auch schon dann, wenn es gar nicht originell ist, sondern wenn ein nicht unerheblicher Aufwand an Zeit, Kosten und Mühen sich dahinter verbirgt. Unter dieser Prämisse schützen wir jetzt im Urheberrecht die Sammlung von Zolltarifen, Briefmarken, Sammelnummern, die Musikcharts, die Sammlung von Gedichttitellisten. Alles das ist mit einem Monopolrecht versehen. Wenn Sie das nutzen wollen, kriegen Sie Probleme. Aber damit nicht genug mit diesen Sonderrechten. Wir haben Urheberrecht in der Zwischenzeit für eigenartige Dinge. Zum Beispiel für den Trip-Trap-Kinderhochstuhl. Den kennen Sie vielleicht noch, wenn Sie Kinder jemals besessen haben. Dann hatte man diese Hochstühle. Das OLG Hamburg und auch letztendlich der BGH ist begeistert von der wunderbaren, verblüffenden, einfachen, ungewöhnlichen, ansprechenden Gestalt dieses Stuhls und hat ihn urheberrechtlich geschützt. Sie sehen auch hier die Tendenz, die Schutzhöhe sozusagen deutlich herabzusetzen. Der BGH war zum Beispiel begeistert von Lärmschutzwänden und deren optischen Gestaltung. Der BGH war begeistert von Einfamilienhäusern, irgendwo JWD in einem Vorort, die ganz klassischen Einfamilienhäuser. Das Landgericht und Oberlandesgericht haben sich begeistert über röhrende Hirschen auf Röcken. Also ich weiß nicht, ob Sie sich das visuell vorstellen können. Das sind diese wunderbaren Bilder, die in vielen Häusern in den 50er Jahren waren, das auf Röcken. Alles das ist urheberrechtlich geschützt. Damit ist die Perversität aber noch nicht zu Ende.
Denn das Allerschlimmste, was wir gemacht haben, ist, wir haben schon sehr früh jedwedes Foto geschützt. Dieser Fotoschutz war eigentlich eine Sonderproblematik. Als man damals die Fotografen vor 100 Jahren hatte, wusste der Gesetzgeber nicht, wie er mit ihnen umgehen sollte. Das waren eigenartige Menschen mit einem schwarzen Tuch und großen Großbildkameras, die ja letztendlich nur die Wirklichkeit abbildeten. Konnte man für so etwas einen Urheberrechtsschutz geben? Der Gesetzgeber hat in seiner Not gesagt, wisst ihr was, dann machen wir es so, jedes Foto ist geschützt. Mutter auf Mallorca, alles das genießt einen Urheberrechtsschutz, wir stellen keine Fragen mehr nach Originalität. Das sorgt dafür, dass ich vor kurzem das Sterben der Jungen Union Norderney begleiten durfte. Und zwar war Folgendes passiert, die Junge Union Norderney hatte ein Wellenfoto im Internet entdeckt, eine ganz einfache Welle irgendwo auf der Nordsee, hatte das rübergezogen im Irrglauben, also ein einfaches Wellenfoto könne ja nur nicht den Schutz auslösen. Sie hat aber nicht mit der Agentur Getty Images gerechnet, die natürlich die Rechte daran reklamierten und nicht nur einmal Geld dafür haben wollten, sondern doppelt. Das Ganze sollte 12.000 Euro kosten, die Junge Union nicht hatte. Seitdem gibt es auf Norderney, ob sich's freut oder nicht, keine Junge Union mehr. Das Ganze geht dann noch so weit in die Absurditäten, dass wir selbst für einfachste Texte Urheberrechtsschutz bejahen. Ich will Ihnen wenigstens nur kurz rekapitulieren die legendäre Entscheidung des OLG Köln zu Werbeslogans, wo geschützt worden ist bis 70 Jahre nach Tod des Urhebers der legendäre Satz, biegsam wie ein Frühlingsfalter bin ich im Former Büstenhalter. Also auch da nochmal die Tendenz deutlich. Es wird vieles urheberrechtlich geschützt, wo die Väter der Französischen Revolution nur mit Gruseln zugeschaut hätten. Damit das Problem aber nicht genug. Die Schutzfristen wurden enorm verlängert. Ich hatte Ihnen gesagt, Queen Anne hatte eine Schutzdauer vorgesehen von 14 Jahren ab Veröffentlichung. Aus guten Gründen. Denken Sie an die US-Verfassung. Only for a limited time. Es sollte beschränkt sein. In Deutschland hat man auch harmlos angefangen. Der Schutz sollte gehen bis 10 Jahre nach Tod der Autoren. Das wurde 1870 verlängert auf 30 Jahre nach Tod der Autoren, 1934 auf 50 Jahre nach Tod der Autoren und 1965 auf 70 Jahre nach Tod der Autoren. Das ist sehr lang. Und führt jetzt dazu, vielleicht als kleine Glosse, dass wenn Sie auf die tolle Idee kommen, in einer Münchner Kneipe Happy Birthday to You zu singen, kriegen Sie kleine Probleme mit Verwertungsgesellschaften, denn das Ganze ist noch urheberrechtlich geschützt. Es haben auch Leute sich beschwert. Es ist nicht so, dass das Problem nicht gesehen worden wäre. Im 18. Jahrhundert gab es eine berühmte Klage im britischen House of Lords gegen die Verlängerung von Schutzfristen, die deshalb nur gescheitert ist, weil die House of Lords sagten, wir haben überhaupt gar keine Meta-Regel. Wie sollen wir denn entscheiden, ob 50, 70, was auch immer, fair oder nicht fair ist? Es gibt keine Regeln. Das Ganze kam 200 Jahre dann nochmal später in die USA mit dem legendären Sony Bono Extension Act, wo es schlichtweg um das Problem ging, dass die Schutzrechte für Mickey Mouse auszulaufen drohten. Das ist durch geschicktes und aggressives Lobbying des Walt Disney Konzerns dadurch ausgehebelt worden, dass man ganz einfach die Schutzdauer von 28 Jahren auf 70 Jahre nach Tod des Urhebers verlängert hat. Das ist ziemlich lang für Mickey Mouse. Sorgte für einen legendären Fall beim Supreme Court, Eldred gegen Ashcroft, wo natürlich auch da die Richterin Ginsburg nur eins sagen konnte, wir haben keine Meta-Regeln, die uns sagen, was eine gute Schutzdauer ist. Und deshalb müssen wir dem Gesetzgeber diese lange Frist geben. Wenn Sie denken, das sind nur Absurditäten, dann müssen Sie wissen, dass jetzt in Brüssel wieder über eine absurde Verlängerung nachgedacht wird. Denn die Tonträgerhersteller, also schlichtweg die Musikhersteller, möchten auch nochmal ihre Schutzdauer verlängert haben, von 50 Jahren, die sie haben, auf 70, mit Verweis auf arme Studiokünstler. Was arme Studiokünstler und Musiker mit den 70 Jahren machen sollen, ist eine andere Frage. Es geht um die Rechte von EMI und Sony, die auch mehr haben wollen. Sie sehen auch hier die Absurditäten. Und damit nicht genug. Ich hatte Ihnen viel versprochen, es kommen noch ein paar. Das Rechte-Buyout-Problem. Wir haben öfters die Situation, auch rechtspolitisch, dass sich die großen Verwerter, also sowohl Verleger wie auch andere Verwerter, immer verstecken hinter den Kreativen. Es wird von Kreativwirtschaft gesprochen, von Content-Industrie und von den Belangen der Kreativen. In Wahrheit ist es ein bisschen anders. Denn Sie müssen sehen, um die Kreativen geht es in diesen politischen Diskussionen gar nicht. Denn die Kreativen treten ja ihre Rechte in einfachen Verträgen, in sogenannten Rechte-Buyout-Verträgen, typischerweise ab an die Verwerter. Das führt dazu, um ein Beispiel zu nehmen, ein Beispiel eines Medizinprofessors, den habe ich mir extra noch verifizieren lassen an der Universität Münster. Es gibt eine Fachzeitschrift im Bereich Medizin. Wenn Sie da veröffentlichen wollen, müssen Sie für einen 15-Seiten-Beitrag 80.000 US-Dollar bezahlen. Um den aber lesen zu können, müssen Sie ja die Zeitschrift kaufen. Die kostet sinnigerweise pro Jahr 50.000 US-Dollar.
So, Sie sehen, wie pervers es ist. Der Autor gibt seine Rechte komplett ab und muss sie selbst sozusagen wiederkaufen für teure Staatsgelder und Staatsfinanzen. Ne? Rechte Buyout. Ähnlich in der Filmindustrie. Seit Jahren begleite ich eine furchtbare Szene, nämlich die Dokumentarfilmszene, die niemand liebt, aber alle gucken. Nämlich der ganz lange Dokumentarfilm. Ne? Die Leute fahren Taxi, um ihr Leben zu finanzieren. Nicht, weil sie schlecht sind. Deren Filme werden bei ZDF und Arte und so weiter ausgestrahlt. Sondern schlichtweg, weil man ihnen im Kleingedruckten des Vertrages mit einem Federstrich alle Rechte wegzieht. Man hat mal bei einer schlechten Justizministerin darüber nachgedacht, ob man nicht einen Grundsatz der angemessenen Vergütung dann wenigstens ins Gesetz hineinschreiben sollte. Das war ein Bumerang, der ging nach hinten los, wie es bei Bumerangs so üblich ist. Nämlich, das steht zwar jetzt drin im Gesetz, jeder hat einen Anspruch auf eine angemessene Vergütung, aber schon Thomas von Aquin hat davor gewarnt, das Justum Precium festlegen zu wollen. Wir können es nicht. Ich habe einen Fall jetzt als Richter, den soll ich entscheiden, da soll ich sagen, was ist der gerechte Preis für eine Software zur Optimierung des Zuschnitts von Wellpappe? Das versuchen Sie mal festzulegen, was sowas kosten darf und soll als angemessener Preis, wenn es um die Rechte geht. Das kriegt man nicht mehr hintereinander. Die Schranken, viertes großes Thema, sind auch ein Problem geworden. Sie könnten ja sagen, es ist ja schön, wenn immer mehr urheberrechtlich geschützt wird und wenn immer mehr Rechte für diese Menschen gegeben wird, die Kreativwirtschaft. Aber dann müssen doch wenigstens auch die Schranken angepasst werden zugunsten der Allgemeinheit. Das heißt, da muss auch mehr Freiheit für die Allgemeinheit da sein. Weit gefehlt. Es läuft genau umgekehrt. Wir haben, um Ihnen die Bestialität einiger Vorschriften zu zeigen, einen Paragraph 52a zugunsten der Wissenschaft, wo wir virtuelle Seminarapparate hochziehen können. Da dürfen wir aber nur kleine Texte verwenden. Ein Professor der Fernuniversität Hagen hat nun 112 Seiten eines Psychologielehrbuchs in seinen virtuellen Seminarapparat nur für seine Studenten gestellt. Das führt zurzeit zu einem Musterprozess gegen die Universität Hagen, weil das eben über die klein ziselierte Schranke des 52a hinausgehen soll. Ähnlich pervers 52b, das ist eine Vorschrift über elektronische Lesegeräte. Heute haben wir eine Welt, bedingt durch eine Schrankenregelung, wo ein Student in die Universitätsbibliothek gehen kann. Er darf sich an einen elektronischen Leseplatz setzen, aber er darf das Buch nur lesen, wenn die Universität das Buch auch körperlich gekauft hat. Und zwar darf man nur so viele Leseplätze haben, wie Bücher gekauft worden sind. Er darf aber auch an diesem Leseplatz nichts ausdrucken, sondern zum Ausdrucken muss er sich wieder das Buch holen und das Buch wieder auf den Kopierer legen. Sie sehen, wie eng ziseliert Schranken sozusagen in dem Bereich gemacht worden sind. Damit nicht genug, das ist der zweite Teil. Der dritte Teil des Befundes wird noch schlimmer. Denn meine These ist, wir werden in den nächsten Jahren einen Kollaps des Urheberrechts erleben, eine Art Hypertrophie. Und das Ganze bricht in sich zusammen und das gleich aus 5 Gründen. 3, 4, 5. Erster Grund ist die Ausdehnung der Leistungsschutzrechte. Wir hatten mal die Leistungsschutzrechte für Hilfspersonal erfunden und aus dem Hilfspersonal ist nun was ganz anderes geworden. Nicht nur, dass das Hilfspersonal die ganzen Rechte durch Verträge an sich zieht, sondern sie möchte gerne eigene Leistungsschutzrechte ausdehnen. Das hat Sabrina Settlor gespürt, das ist die frühere Gespielin von Boris Becker, die Sie vielleicht kennen, als sie auf die Idee kam, von Kraftwerk eine ganz kleine Musiksequenz zu verwenden, das nennt man Soundsampling, und verklagt wurde, nicht von den Urhebern, denn kleine Mikrosekunden von Musik sind auch nicht urheberrechtlich schutzfähig, sondern von den Tonträgerherstellern. Die Frage war schon in der Forschung immer klar, wieso soll ein Tonträgerhersteller mehr Rechte haben als der Urheber? Wenn etwas urheberrechtlich nicht geschützt ist, müsste es eigentlich frei sein. Nein, der Bundesgerichtshof hat es umgedreht und gesagt, die Tonträgerhersteller können selbst bei der Übernahme kleinster Wissensfitzelchen etwas tun. Damit nicht genug. Ich will jetzt nicht alle Ausdehnungen mit Ihnen besprechen, aber eine ist schon angesprochen worden von Frau Flick. Das ist die Frage mit dem Leistungsschutzrecht für Verleger. Die Verleger haben ein Problem, das hat schon Tucholsky erkannt. Alle möglichen Leute haben Leistungsschutzrechte. Ne? Tonträger, Hersteller, was auch immer, nur Verleger nicht. Tucholsky hat mal gesagt, Verleger sind Schmeißfliegen. Wahrscheinlich hat es der Gesetzgeber auch so gesehen. So, das war natürlich dann die Frage, der Einstieg und die Diskussion, warum kriegen denn die Verleger keins? Das ist aber nicht jetzt bezogen auf Bücher, die Buchverleger sagen dazu gar nichts, sondern es geht um die Zeitungsverleger, die gerne Folgendes gerne hätten, nämlich, dass bei jeder redaktionell technischen Festlegung eines Zeitungsbeitrags so ein Leistungsschutzrecht für 50 Jahre bestehen soll. Das heißt, man hat dann, auf Layout kann man sich ja vorstellen, wenn jemand fremdes Layout übernimmt, könnte man sich so ein Leistungsschutzrecht vielleicht sogar noch vorstellen, aber es geht um Internetinhalte. Also allein, dass etwas gesetzt und gemacht worden ist als redaktionell gestalteter Inhalt, soll schon ein Monopolrecht für 50 Jahre an diesem letztendlich Inhalt geben. Dass wir da
ein Gruseln kriegen in der Wissenschaft. Und zwar, ich kenne keinen einzigen Wissenschaftler, der es anders sieht, ist klar. Aber eben, das ist die Forderung, warum wird sicherlich diskutiert, wir haben einzelne Protagonisten hier im Raum. Was Sie da merken ist nur, mit diesen Leistungsschutzrechtsausweitungen ändert sich das Urheberrecht. Es war mal ein Kulturrecht für Kreative. Es wird zum reinen Wirtschaftsrecht für Verwerter. Und das Ganze wird noch komplizierter. Denn die zweite Problematik, vor der wir stehen, ist noch wilder. Das ganze Urheberrecht basiert auf dem Konzept einer Persönlichkeit. Wir haben den persönlichen Schöpfer, den berühmten Spitzweg mit dem kreativen Künstler, der alleine in seinem Zimmerchen sitzt und Bücher schreibt. Dieses Bild ist weg. Spätestens eigentlich, wenn man es kunsthistorisch festmachen will, ich kleine Reminiszenz an ihr Studium, Marcel Duchamp und das Urinal. Denn da gab es keine Person mehr. Das Urinal war sozusagen ohne Autor, ohne schöpferischen Künstler in den Vordergrund gestellt worden. Und seitdem erleben wir immer mehr Kunst, immer mehr Kreativität, wo der Autor, die Person verschwindet. Das hat Roland Barthes mal geschrieben, ein berühmter französischer Philosoph, als den Tod des Autoren. Und im Internet, nun merken Sie es ganz massiv im digitalen Zeitalter. Sie haben im Softwarebereich gar keine einzelnen Autoren mehr. Sie haben Teams, die überall auf der Welt Open Source programmieren, von Südkorea bis in die USA. Sie haben kooperative Netze, die auf einmal eine größere Bedeutung gewinnen als die einzelnen Autoren. Sie haben Computer-Generated Works, also der Computer, der selbst was kreiert und fantasievoll ist, Fraktale und Software. Sie haben im Web 2.0 Nutzer, die gar nicht mehr Nutzer sind, sondern gleichzeitig wieder was reinbringen. Eben das vornehme Wort User-Generated Content. Das heißt, auch die Person verschwindet. Aber weitere Probleme kommen. Technische Maßnahmen, das dritte große Aporie. Lawrence Lessig, einer der berühmten Professoren in Harvard, hat es als erster entdeckt, dass die Industrie auf einmal der Auffassung war, wir Juristen sollten eigentlich überflüssig gemacht werden. Eigentlich sind wir nicht gut, weil wir aufhören mit unserem Denken an den Staatsgrenzen. Wir können über die Staatsgrenzen nicht hinaus. Und er hat ein Phänomen gefunden, das nennt er Code as Code. Er hat entdeckt, dass die Industrie hingeht und den Programmiercode an die Stelle der Kodifikation treten lässt. Man programmiert das, was man will, in den Code, wie Pippi Langstrumpf. Ich bastel mir die Welt, wie sie mir gefällt, aber technisch in den Programmiercode hinein. Das sind dann so Dinge wie Regional Encoding Systems, also Sprachversionen, die gesperrt sind bei DVDs. Das ist, wenn Sie versuchen, eine DVD zu kopieren, gibt es eine Warnung, was kann man alles nicht. Das ist Code as Code. Das bedeutet aber, wir hatten früher eine Freiheit, dass man zu privaten Zwecken Kopien machen kann, steht im Urheberrecht geregelt, wird aber unterlaufen durch solche technisch wirksamen Sperren, die weltweit zum Beispiel Privatkopien überflüssig machen. Wir haben eine weitere Aporie. Das ist natürlich, das ist auch angesprochen worden, Peer-to-Peer und das, was mit Urheberrecht geschieht. Es ist in der Tat ein Problem, dass immer mehr Leute, aber aus meiner Sicht aus Frustration über die Entwicklung auch mit, anfangen zu sagen, dann lass uns das Urheberrecht über Bord werfen. Was brauchen wir das? Geiz ist geil, alles ist kostenlos, alles ist umsonst. Wir kopieren, was das seuchelt. Was mich schockiert als Vater von zwei Töchtern, ist, dass dieses Denken auch bei meinen Töchtern ansetzt. Ich will nicht erzählen, mit welchem Beispiel. Also, man merkt es, das ist da. Und wenn die Jungen es in den Schulen sozusagen nicht mehr lernen, dann wird eine Generation hochwachsen, die den Wert von Kreativität überhaupt nicht mehr begreift. Aber suchen Sie auch mal Schulmodelle, Schulerziehungsmodelle im Bereich Urheberrecht. Da werden Sie wenig finden. Fünftes Aporie dann noch, dann bin ich aber bei dem Bestand zu Ende. Das ist nicht nur, was ich erzählt habe, ein urheberrechtliches Problem, sondern was noch gefährlicher jetzt wird, ist, dass die Grenzen zwischen Urheberrecht, Markenrecht und Patentrecht sich auflösen. Bisher haben wir geglaubt, dass es überhaupt keine Überschneidung zwischen den drei Gebieten geben kann. Aber man merkt es sehr schnell im Markenrecht. Im Markenrecht wird zurzeit alles Mögliche geschützt. Nichts reimt sich auf Uschi, Vorschrift durch Technik, Fußball-WM als Begriff, die Goldschleife eines Lind-Osterhasen, der nach Heu riechende Tennisball. Alles das wird ja geschützt, das ist ein besonderes Markenrecht, auf ewig. Solange ich die Registrierungsgebühren bezahle, habe ich ein Never-Ending-Schutzrecht, was natürlich super gefährlich ist. Damit kann ich Dinge schützen, die schon längst aus dem Urheberrecht rausgefallen sind. Zum Beispiel hatte der BGH mal zu tun mit dem Begriff Winnetous Rückkehr. Winnetou, Karl May, die Schutzrechte waren abgelaufen. Trotzdem, sagt der BGH, können natürlich Markenrechte weiter bestehen und als Kampfinstrument eingesetzt werden. Ähnliches gilt für das Patentrecht. Denn bisher zum Beispiel haben wir nie einen Fall gekannt, wo etwas gleichzeitig patentrechtlich und urheberrechtlich geschützt ist. Jetzt haben wir die Software, die unter bestimmten Voraussetzungen gleichzeitig unter den Patentschutz fallen kann und urheberrechtlich geschützt ist.
So, das ist ein furchtbarer Befund. Ich merke schon, die Höllenpredigt, wir Juristen gelten als Höllenprediger, nicht, weil wir alles kaputt machen, Legastheniker des Fortschritts. Das ist so. Nicht. Jetzt muss ich mich natürlich zum zweiten Teil zuwenden. Ich hatte schon gesagt, die ganze Problematik, die ich aufgezeigt habe, hat damit zu tun, das hat das House of Lords schon um 1800 erkannt, dass wir keine Meta-Regeln haben. Wie soll denn um Himmels Willen eine gerechte Wissensordnung denn jetzt aussehen, wenn wir dazu kein Meta-Wissen haben? Das kann ja nicht aus dem allgemeinen Recht selbst heraus entwickelt werden. Wenn wir keine Meta-Regeln haben, kriegen wir dieses Problem nie gelöst. Wir brauchen also irgendein Instrument, das uns Informationsgerechtigkeit beibringt und sagt, was informationsgerechte Wissensverteilung angeht. Dazu haben wir wieder drei Tools. Das eine Tool ist das Verfassungsrecht. Immer wenn Juristen nichts einfällt, dann greifen sie zum Verfassungsrecht, was ja auch richtig ist. Das ist eine klassische Meta-Regel, da stehen Prinzipien drin. Und in der Tat finden wir auch was. Nämlich auf der einen Seite sagt das Bundesverfassungsgericht ganz deutlich nochmal gegen den Bundesgerichtshof Ende Dezember letzten Jahres, zu den konstituierenden Merkmalen des Urheberrechts zählt das Eigentum im Sinne der Verfassung. Das Urheberrecht ist Eigentum im Sinne der Verfassung, ganz deutlich und prominent betont. Auf der anderen Seite sagt das Bundesverfassungsgericht in einer anderen sehr lustigen Entscheidung, meine Lieblingsentscheidung, Germania 3, den legendären Satz: Dabei ist grundsätzlich zu beachten, dass mit der Veröffentlichung ein Werk nicht mehr allein seinem Inhaber zur Verfügung steht. Es tritt bestimmungsgemäß in den gesellschaftlichen Raum und kann damit zu einem eigenständigen, das kulturelle und geistige Bild der Zeit mitbestimmenden Faktor werden. Das ist das Spannungsverhältnis. Das Eigentum auf der einen Seite, das verfassungsrechtliche Eigentum, nicht der dumme Begriff geistiges Eigentum, das verfassungsrechtliche Eigentum und auf der anderen Seite Informationsfreiheit und die Bedürfnisse der Kultur, so wie sie im Grundgesetz geschützt sind. Das ist also schön erkannt. Aber wie kriege ich die beiden jetzt zusammen? Da hilft uns nun das Bundesverfassungsgericht leider nicht. Wir lernen im ersten Semester, zweiten Semester spätestens die legendären Sätze, beide Schutzgüter müssen zu einer möglichst optimalen Entfaltung gebracht werden im Wege der praktischen Konkordanz. Dann lernt man noch, dass es einen großen Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers dabei gibt und damit hören wir auch schon mit dem Verfassungsrecht auf, denn mehr können wir aus dieser Diskussion nicht herausziehen. Es gibt den zweiten Weg. Der gibt es seit einigen Jahren aus den USA heraus, nämlich die ökonomische Analyse des Urheberrechts. Es war klar, dass die Amerikaner auf diese Idee kamen, denn es steht ja in ihrer Verfassung drin, dass das Urheberrecht sein müsse to the benefit of the society. Damit war klar, dass die Amerikaner dann in den 60er Jahren anfingen, sich der Frage zu stellen, wie viel Urheberrecht, wie viel Wissensrecht verträgt eine Gesellschaft eigentlich, wenn man es unter dem Gesichtspunkt der Effizienz sieht. Es gibt legendäre Forschungen, berühmte Leute, Richard Posner und die ganze Chicago School und so weiter. Es ist sehr kompliziert, zu ihnen zu erklären, was die rausgefunden haben. Das ist hohe Mathematik, die ich auch manchmal nicht verstehe. Aber wenn Sie jetzt erwarten als Industrielle, dass da irgendetwas rauskommt, was Ihnen zu mehr Urheberrecht verhilft, dann sind Sie gekniffen. Denn der Punkt, den Leute rausgefunden, ich nehme mal einen, Dietmar Haarhoff, der kommt hier sogar aus München, ein ganz berühmter Kollege aus dem Bereich Innovationsforschung, er hat es nachgerechnet mit tollen Zahlenmodellen, dass das Urheberrecht viel zu lang geht. Das kann überhaupt nicht sein, das ist innovationshemmend. Es ist eben nicht so, dass wir automatisch mit jedem angeblichen geistigen Eigentum eine Innovation, einen Anreiz verbinden, sondern das kann eben nach dieser Effizienzforschung auch kontraproduktiv sein für Anreize, das Urheberrecht zu verlängern. Kein Mensch ist ja letztendlich kreativ, nur weil er weiß, dass 90 Jahre nach seinem Tod noch das Urheberrecht läuft. Sondern wir sind eigentlich auch kreativ aus uns selbst heraus, ohne dass wir solche ökonomischen Input brauchen. Noch schlimmer sind die Erkenntnisse, die Jochai Benkler in Harvard entdeckt hat, der nochmal darauf hinweist als Ökonom, dass diese ganzen Rechte, Urheberrecht, Patentrecht, Markenrecht, aus der Sicht der ökonomischen Analyse Monopole sind. Wir monopolisieren Wissen. Und dann wissen wir auch, dass wir ein Problem haben mit unerwünschter Zentralisierung von Informationsprodukten. Das dafür spricht auch rein zahlenmäßig, dass der Europäische Gerichtshof sich seit Jahren immer mehr rumschlagen muss mit der Frage, kann ich nicht aus dem Kartellrecht Grenzen ableiten fürs Urheberrecht? Noch schlimmer ist, auch entdeckt in den USA, die Tragedy of the Anti-Commons, so nennen die es. Wenn ich sozusagen Güter aus dem öffentlichen Bereich herausziehe, hat das einen Effekt, nämlich den Effekt, dass zahlreiche Verfügungsrechte von Rechteinhabern bestehen und eine effiziente Nutzung von kreativen Inhalten nur deshalb scheitert, weil niemand mehr weiß, wem gehören die Rechte. Man kann sich ja vorstellen, wenn wir ein Leistungsschutzrecht für Verleger haben, wird es äußerst kompliziert festzustellen, wer ist denn jetzt wann, wo, wie der wahre Inhaber der verschiedensten beteiligten Rechte in diesen ganzen Rechteketten. Das klingt also alles sehr interessant. Aber auch die ökonomische Analyse hilft uns nicht weiter. Weil sie hat ein immanentes Problem aus meiner Sicht. Da kann man auch lange drüber streiten.
Sie ist eben nur eine ökonomische Analyse. Ökonomisch heißt, sie ist gut für die Analyse empirischer Strukturen, aber sie hat gar kein normatives Modell, außer die Effizienz, die streng betriebswirtschaftlich, volkswirtschaftlich ausgerichtet ist. Sie versteht vor allem eins nicht, das macht die Sache so schlimm, dass Urheberrecht nach kontinentaleuropäischem Verständnis eben auch Urheberpersönlichkeitsrechte beinhaltet, die Liebesbeziehung. Und wenn Sie schon mal versucht haben, Liebesbeziehungen zu ökonomisieren, ich weiß nicht, ob Sie sich da gut auskennen, das wird relativ schwierig. Deshalb kommen wir zum letzten sozusagen dieser ganzen Geschichte, die Informationsethik. Wir können aus der Ökonomie, wir können aus dem Verfassungsrecht nicht genug ableiten. Wir brauchen eine ethische Analyse für diese Fragestellung. Da gibt es nun zwei Konzepte. Eins, das verurteile ich immer und das werde ich hier auch verurteilen, ist das Konzept des geistigen Eigentums. Dieser Begriff ist so dumm, wie er klingen mag. Er kommt aus der preußischen Diskussion 1830 etwa, als man der dummen Bevölkerung klar machen musste, warum braucht Preußen unbedingt ein Urheberrecht? Da war es plakativ zu sagen, das ist so eine Art Eigentum. Das kann gar kein Eigentum sein, also zum Glück, denn das ist ja zeitlich begrenzt. Das passt überhaupt nicht zum Eigentum. Wir haben Schranken dabei. Also es mag verfassungsrechtlich Eigentum sein, man mag es vielleicht auch im Englischen übersetzen mit Intellectual Property, aber mit Eigentum, das hilft nicht weiter sozusagen für eine Diskussion. Dann komme ich eben zu Stuart Brand, in der Tat. Zu dem legendären Satz der Hacker-Konferenz 1984, den Sie wunderbar vorgelesen haben, Information wants to be free. Um Sie zu schockieren, ich halte den Satz für wenig hilfreich, denn er hat Probleme. Erstmal, Information wants gar nichts. Information kann überhaupt nichts wollen. Also das ist sozusagen, vielleicht mag Stuart Brand etwas wollen, dann ist es gut, aber Information will nichts. Das andere Problem, etwas vornehmer gesprochen, ist, dass das gegen das kantische Prinzip des Sein-Sollen-Dualismus verstößt. Das heißt nur Folgendes. Selbst wenn Information frei sein will, heißt es nicht, dass sie frei sein soll. Denn das sind die beiden Ebenen, die man immer, sagt Kant, auseinanderhalten soll. Aus einem reinen Sein kann ich kein Sollen ableiten. Da muss noch ein zusätzlicher Satz her, der sagt, dass irgendetwas sein soll. Also kann der Satz nicht richtig sein. Ich habe aber noch keinen besseren gefunden. Das ist jetzt mein Problem, meine Rettung liegt darin, das im Sinne von Kant als regulative Idee zu verstehen. Das ist die Rettung auch bei Kant, wenn er nicht mehr weiter wusste. Da hat er immer gesagt, das ist eine regulative Idee. Das ist sozusagen per se evident, dass das so ist. So, ich habe, wie gesagt, noch keine andere Rechtfertigung gefunden, dass wir den Grundsatz haben, dass Wissen erstmal von der Grundanlage frei zu sein hat. Ich habe wunderbare Sätze gefunden, zum Beispiel bei Frau Flick, deren ganzen Reden ich gehört habe, was viel Spaß gemacht hat auf Convoco. Und ein Satz aus ihrer Einführungsrede im Januar war es so schön, der Schöpfer beseelt sich am Glück der Erkenntnis. Das war schön. Ein wunderbarer Satz, der nochmal zeigt, es ist eben die Erkenntnis, man kann gar nicht kreativ sein, wenn man nicht auf den Schultern anderen steht. Man kann es auch noch vornehmer machen. Goethe in dem berühmten Brief an Eckermann, 12. Mai 1825. Wenn ich sagen könnte, was ich alles großen Vorgängern und Mitlebenden schuldig geworden bin, so bliebe nicht viel übrig. Wir stehen eben, sagt Newton, auf den Schultern von Riesen. Wir sind immer sozusagen, unser Wissen kommt woanders her und es wäre gefährlich für eine Gesellschaft, auch wenn ich es noch nicht mal legitimieren kann, wenn wir einen Grundsatz hätten, der heißt, Information wants to be paid. Das kann als Grundsatz nicht sein. So, also der Grundsatz ist, Informationen müssen grundsätzlich frei sein. Das heißt aber nicht, dass wir kein Urheberrecht brauchen. Ich bin kein Open Access Fan. Sondern wir brauchen Urheberrecht, wir brauchen Patentrecht, aber als Ausnahmeerscheinung. Und Ausnahmen, das haben wir als Juristen immer gelernt, haben eine interessante Eigenschaft. Sie sind eng auszulegen. Sie sind rechtfertigungsbedürftig. Denn nur dann können wir Monopolrechte bis 70 Jahre, zum Beispiel im Urheberrecht, geben, wenn es eine ganz klare Rechtfertigung für so ein weites Monopolrecht gibt. So, und dann habe ich natürlich meine Probleme. Meine radikale, ich will Sie ja provozieren für eine Diskussion, würde zum Beispiel heißen, warum schützen wir Software Urheberrecht? Richtig. Wem ist bei Siemens damit gedient, zu wissen, dass er bis 70 Jahre nach Tod seiner Urheber noch so einen weiten Schutz bekommt? Oder noch radikaler, können wir nicht endlich dieses furchtbare Fotorecht abschaffen? Dass so viele Menschen schon in die Raser, Entschuldigung, die kreative Fotografie, wie die Kollegin hier vorne natürlich, ganz ausgenommen, ne, das ist vollkommen klar, die Fotografin hier vorne, aber ansonsten die einfache Fotografie, der Schnappschuss auf Mallorca, die Welle der jungen Union Norderney, muss das sein, dass wir da ein seit 100 Jahren bestehendes Leistungsschutzrecht mit uns rumschleppen, das ja nicht gerechtfertigt ist.
Das bedeutet für die Schranken, das sagen manche, dass es weit auszulegen seien, die Schranken, das glaube ich noch nicht mal. Ich glaube, sie müssen verfassungskonform ausgelegt werden. Wir müssen uns wieder zurückbesinnen, was bei Schranken da drin steht, zumal wir eben eigenartige Schrankenbestimmungen haben. Nämlich eigentlich mit den Sachen mit Kirchenbuch und was wir da haben, ist es die Welt des Jahres 1965. Wir haben kein modernes Urheberrecht, das an die Bedürfnisse der Internetgesellschaft angepasst ist. So, jetzt habe ich noch genau 3 Minuten. Ich habe Frau Flick versprochen, ich mache genau 45 Minuten, das schaffe ich. Denn jetzt komme ich doch zum Ende. Welche Aufgabe hat die Wissenschaft bei der ganzen Geschichte? Die Wissenschaft hat meines Erachtens keine Aufgabe. Das ist ein Kampf ums Recht, würde Ehring sagen, der auf allen Ebenen ausgetragen wird. Da müssen alle Beteiligten ran und das kann jetzt nicht die Wissenschaft sagen, so sieht die ideale Wissensordnung aus. Wir können nur eins machen. Wir können grobe Fehler natürlich. Wir können sagen, wo Unsinn ist, da wo Fehler sind, da ist unsere Aufgabe unabhängig, nicht gekauft, etwas zu sagen. Da würde wahrscheinlich Derrida sagen, die Dekonstruktion von Sinn. Also wir können dekonstruieren, wir können aber nicht sozusagen positiv sagen, was sinnhaft ist. Wir können aber eins reklamieren, jetzt wird es nochmal kritisch. Ein Element ist bei aller ethischen Diskussion immer elementar, egal wie man das sieht mit der Wissensordnung. Nämlich die Verfahrensgerechtigkeit. Das ist im Grunde am Anschluss an Habermas und Apel die berühmte diskurstheoretische Ansatz, dass egal, was man rechtspolitisch macht, es muss jeder das Recht und die Möglichkeit haben, fair und gleich seine Interessen zu artikulieren und sich einzumischen in diesen Kampf und Krieg um das Informationsrecht. Und da nun gibt es massive Missbräuche. Ich will nur ein paar sozusagen erwähnen. Es gibt im Europaparlament einen Abgeordneten, der schon seit Jahren drin sitzt und sagt, ich bin das Bertelsmann-Verbindungsbüro. Was hat das mit Verfahrensgerechtigkeit zu tun? Wir haben im letzten Jahr erlebt, dass die Europäische Kommission eine neue Dame fürs Urheberrecht bestellt. Diese Dame war über viele Jahre hinweg bei dem Bundesverband, bei der International Federation of Phonogram Industry tätig und macht jetzt die Zentralstelle für Urheberrecht bei der Europäischen Kommission. Das ist nicht richtig. Wo bleiben die Verbraucherschutzverbände? Wer vertritt überhaupt die Interessen der Nutzer, der ganz einfachen Nutzer? Die Verbraucherschutzverbände machen in der Stiftung Warentest und da geht es um den besten Kühlschrank, den wir haben und so weiter. Aber die Frage Urheberrecht ist noch nie Gegenstand von Verbraucherschutzpolitik im Ernsthaft gewesen. Was wir also brauchen, ist tatsächlich Convoco. Jetzt kommt der schwierigste Teil meiner Rede. Da habe ich am meisten recherchiert. Ich bin ja noch Theologe von Hause aus und habe mir mal angeguckt, wo das Wort Convoco denn tatsächlich auftaucht. Also als Convoco. Und das taucht nur ein einziges Mal in der lateinischen Sprache nachweislich literarisch auf. Nämlich im 2. Buch Esra. Das ist ein apokryphes Buch der jüdischen Literatur, ein sehr schönes Buch übrigens, in Kapitel 15,20. Und da heißt es auf Latein, Exe ego convoco dicit Deus, omnes reges terra terre ad movendum, ad convertendus in se et reddere quedederunt illis. Das haben Sie bestimmt alle verstanden, aber ich übersetze nochmal nur zur Sicherheit. Heißt im Klartext, sehe ich Gott, werde zusammentrommeln, convoco, zusammenversammeln, alle Könige der Erde. Und sie werden das zurückgeben, was sie anderen Menschen weggenommen haben. Das ist Convoco und das brauchen wir sicherlich auch, so ein Convoco hier für die Wissensordnung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus